Herzlich willkommen bei einem neuen kleinen Anleitungsfilm zum Thema Datensicherheit im Internet. Und ich möchte euch heute einmal zeigen, wie man unter Mac OS X mit Bordmitteln einfach und schnell verschlüsselte und signierte E-Mails versenden kann. Eigentlich ist es ganz einfach. Wir müssen als erstes einen Browser öffnen. In dem Fall habe ich Safari mal geöffnet. Wir gehen auf die Website gpgtools.org. Und klicken dann hier auf Go to Download. Dort öffnet sich dann diese Seite. Wir können auf Download klicken und der Download startet. Ich breche das jetzt mal ab, weil ich habe es eben schon runtergeladen. Dieses Programm befindet sich dann auf dem virtuellen Laufwerk. Das erkennen wir an .dmg an der Endung. Das entpacke ich jetzt einmal. Das dauert einen kleinen Moment, aber erfahrene Mac OS X User werden das ja wissen, wie das funktioniert. Den Browser minimiere ich schon mal, den brauchen wir nämlich nicht mehr. Und nun können wir hier auf Install klicken. Das Fenster können wir auch schon wieder zumachen. Nun klicken wir uns hier einfach durch den Installationsdialog, wählen Macintosh Hard Drive aus, gehen wieder auf Fortfahren und dann am Ende klicken wir auf Installieren. Das lasse ich jetzt auch, weil ich habe das auch schon getan. Nun ist das Programm installiert und wir können unter Programme einfach dieses Programm GPG Schlüsselbund auswählen. Das haben wir nämlich eben gerade installiert. Und hier sieht man schon, ich habe vorher schon zwei Schlüssel angelegt. Diese Schlüssel sind eigentlich ganz einfach zu verwenden. Wir wollen jetzt aber als allererstes mal einen neuen Schlüssel anlegen. Und da habe ich jetzt die Möglichkeit, einen Namen einzutragen und ich nehme jetzt den Namen Wilhelm und gebe auch gleich meine E-Mail-Adresse an. Dann klicke ich auf Upload Key After Generation. Das ist ganz praktisch für denjenigen, der am Ende den Schlüssel empfangen möchte. Dann erstelle ich noch einen Kommentar und da schreibe ich jetzt einfach mal den Erklärschlüssel Nummer 1 rein. Die Schlüsselart RSA würde ich voreingestellt lassen. Das ist am sinnvollsten. Die Schlüssellänge würde ich persönlich immer empfehlen, die 4096 Bit zu wählen, weil das am sichersten ist. Der einzige Nachteil ist jetzt beim Erstellen dauert es vielleicht eine Minute, maximal zwei Minuten länger. Den Schlüssel kann man ablaufen lassen oder man kann ihn auf ewig bestehen lassen. Das bleibt jedem selbst überlassen. Nun klicken wir auf Schlüssel erstellen und dann werden jetzt auch schon die Zufallswerte generiert. Nun muss ich ein Passwort eingeben. Und das ganze Passwort muss ich jetzt auch nochmal bestätigen. Und nun werden eben diese Zufallswerte generiert. Wir sehen es daran, wir müssen eine ganze Menge Zufallswerte erzeugen. Sie können dies unterstützen, indem Sie zum Beispiel in einem anderen Fenster etwas eintippen, die Maus verwenden oder irgendwelche anderen Programme benutzen. Das liegt daran, der Computer errechnet natürlich logisch und den Zufallswert Mensch, den möchten wir auch noch drin haben, damit es auch ein wirklich zufälliger Code ist. Nun mache ich einfach Folgendes. Ich unterstütze es damit, dass ich im Internet surfe und ich gehe jetzt einfach mal auf gmail.com und bereite etwas vor. Das können wir nämlich nachher kurz zum Zeigen benutzen. Dann schließe ich Safari schon mal wieder und wir bleiben einfach im Fenster. Wie gesagt, die Maus bewegen, das ist ganz praktisch. So. Nun wurde unser Schlüssel erstellt und nun wird er auch gleich auf den Server hochgeladen, so dass jeder den öffentlichen Schlüssel lesen kann und auch nutzen kann. Das ist am Ende eigentlich nur ein, ja, es ist ein bisschen komfortabler für den Empfänger von Nachrichten bzw. jemanden, der mir eine Nachricht schicken möchte. Nun ist ein Fehler aufgetreten beim Upload, das ist jetzt aber nicht weiter schlimm. Nun gehen wir einfach in Mail, öffnen das Programm Mail
und können einfach eine E-Mail schreiben, wie gewohnt. Und die schreibe ich jetzt an einen fiktiven Mail-Account, den ich zwar erstellt habe, aber nur für die Vorführzwecke benutze. So, das ist die Charlotte und nun schreiben wir einfach rein, PGP nutze ich nun auch. Das ist mein Betreff und schreibe gleich Hallo im Anhang, findest du meinen Schlüssel und unten nochmals als Text dein W. So, nun können wir nämlich wieder in das Programm GPG Schlüsselbund eintauchen, können es wieder öffnen und nun markiere ich diesen Schlüssel, also ich wähle diesen Schlüssel aus und sage, ich möchte ihn exportieren. Den Schlüssel speichere ich mir jetzt auf dem Schreibtisch ab. Das ist nur der öffentliche Schlüssel, niemals den geheimen Schlüssel freigeben. Dann gehe ich zurück in meine E-Mail und ziehe hier einfach vom Schreibtisch, wie ich das gewohnt bin unter Mac OS X, mit Drag and Drop den Schlüssel in meine E-Mail und nun ist es ja schon als Anlage vorhanden. Nun kann ich hier sagen, ich möchte das verschlüsselt verschicken. Das möchte ich natürlich in dem Fall, weil ich möchte eine sichere E-Mail verschicken. Ich möchte die E-Mail noch mit einem weiteren Zusatznutzen bestücken, um zu zeigen, wie es geht. Ich kann nämlich nochmal in den Schlüsselbund gehen, kann Command C drücken bzw. bearbeiten und kopieren auswählen. Dann wird es in die Zwischenablage kopiert und dann gehe ich in meine E-Mail zurück und kann das Ganze wieder einfügen. Und dann habe ich dort den Quelltext meines Schlüssels eingefügt. Das ist nämlich ganz praktisch. Überall kann ich diesen Schlüssel zur Verfügung stellen. Nicht überall habe ich die Möglichkeit, eine Datei hochzuladen. So kann ihn sich jeder rauskopieren von einer Internetpräsenz oder eben aus einer E-Mail und sich den Schlüssel am Ende selbst unter GPG einfügen. Diese E-Mail verschicke ich jetzt einfach. Und eins noch, ich sehe halt hier oben, dass OpenPGP aktiviert ist. Es ist grün und das bedeutet, die E-Mail ist verschlüsselt. Wenn ich das jetzt aufmache, dann zeigt mir das Programm an, dass ich unverschlüsselt versende. Ich möchte aber verschlüsselt senden und nun ist die E-Mail raus und nun warte ich eben auf eine Antwort. Habe ich dann auch eine Antwort auf meine E-Mail bekommen? Das sehe ich hier an der 1. Öffne mein Mail und sehe, Mensch, da ist eine E-Mail gekommen. Nun sehe ich eine entschlüsselte E-Mail. Anbei meinen Schlüssel als Datei, hier meinen Schlüssel als Text. Diesen Schlüssel kann ich theoretisch kopieren, mir in eine Datei packen und dann eben in diesen Schlüsselbund packen. Ich kann aber auch ganz einfach sagen, ich möchte den Schlüsselbund haben, den einzelnen Schlüssel haben, habe mir den jetzt auf den Desktop gezogen, sage natürlich ersetzen, weil ich den schon drauf habe. Dann gehe ich in den Schlüsselbund hinein und ziehe mir hier einfach den Schlüssel rein. Zack, habe ich den Schlüssel drin. Er bestätigt mir das. Nur hatte ich den Schlüssel schon, das ist klar. Und so kann ich also meinen Schlüssel teilen. Ich kann verschlüsselte Nachrichten bekommen. Und ich möchte auch gerne zeigen, wie es aussieht, wenn jemand anderes diese Nachricht bekommen würde. Der würde nämlich nur diese zwei Anhänge sehen. Mehr sieht er nicht. Das ist einmal der eigentliche Mail-Anhang, der ist verschlüsselt, den kann ich nicht öffnen. Also ich kann ihn schon öffnen mit dem Texteditor, aber da kommt halt auch nur Cardo-Welsh raus. Wir werden es gleich sehen. Dort steht Version 1 und geschützt. Mehr ist da nicht. Kann keiner was mit anfangen. Und Encrypted ASCII-Schlüssel, der ist tatsächlich unverschlüsselt gekommen als Anlage, aber von der eigentlichen Nachricht sieht man hier nichts. Ich wollte es auch gerne nochmal verdeutlichen, indem ich einfach in das Google Mail Konto reingehe und zeige, wie es dort aussieht. Ich sehe hier also wirklich bloß den Betreff, ich sehe von wem es ist und mehr kann ich hier gar nicht sehen. Also mit diesem komischen Text hier kann niemand was anfangen.
Heißt also, das ist wirklich sicher. Und hier steht eben auch, dass es eine PGP-Message ist. Das, was eben Safari aufgrund des PGP-Tools auslesen kann und auch versteht. Ihr seht also, es ist eigentlich gar nicht so schwer und es ist alles ziemlich einfach, wenn man es mal gemacht hat. Wer es noch ein bisschen üben möchte, der darf gerne an mich ganz viele Nachrichten schreiben, und zwar an post@teleschirm.info. Da beantworte ich auch gerne noch weitere Fragen, wenn welche auftreten sollten. Und ansonsten gebe ich jetzt noch mit auf den Weg. Traut niemandem und seid immer wachsam, was eure Daten betrifft. Vielleicht sieht man sich ja bald mal wieder auf teleschirm.info.